Keine Macht den Drogen. James Carr, mein Name, also im Spiel drin. Nobody wants to die. Und ich befinde mich da in einem futuristischen, aber gleichzeitig sehr alten Autokino. Während ich vor kurzem da drüben nur mit meiner verstorbenen Ehefrau gequatscht habe, finde ich mich da jetzt eher in einer... All Units, Code 305. Eher zwiespältigen Situation wieder. Genau. Fucking Politics. Okay, so was da im Hintergrund passiert ist, dass ich eigentlich da schon mitten in der Anfangssequenz dieses Spiels bin und das Ganze ist, ich hab's Game Noir getauft, weil es spielt natürlich extrem mit den Film Noir Genre und Konventionen. Das Ganze ist ein Adventure eigentlich. Relativ ein narratives, geradliniges Adventure, wo man aber Entscheidungen treffen kann. Und ja, das Geile daran ist, dass das Ding im Jahr 2329 spielt, aber von der Umgebung, von der Ausstattung her, wirkt alles, als wäre es in den 40er oder 50er Jahren in New York passiert. Schauen wir einfach mal. Congratulations on your new body. Die große Geschichte ist, dass es in der Zukunft möglich ist, sein Gehirn, quasi seine Persönlichkeit, seinen Geist nach dem Tod in andere Körper zu transferieren. Okay. Und somit eigentlich unsterblich zu werden. Genau, der Polizeichef ruft mir gerade an. I'm looking at him. Did you hear this? Fuck! What are you... Don't tear them up! Fuck! The accident was barely 2 weeks ago. Okay, ich habe anscheinend vor 2 Wochen einen Unfall gehabt, also James Carr, die Figur, die ich da spiele. Ja, und ich bin natürlich, wie es für dieses Film-Noir oder Game-Noir-Genre gehört, ein Hardboiled Detective, der sehr zynisch ist, der irgendwie den Willen, also den Glauben an die Menschheit, an die Justiz, an die Welt, an alles verloren hat und eigentlich am Rande des Gesetzes agiert, wie man das eben aus diesem Genre kennt. Genau, ich habe vor 2 Wochen anscheinend einen schweren Zugunfall gehabt, den ich teilweise mit verursacht habe. Aber so richtig. Klar ist es nicht, die Erinnerung ist ein bisschen löchrig. Und ich bin offensichtlich bei diesem Zugunfall gestorben, aber mein Gehirn, meine Persönlichkeit ist in einen neuen Körper übertragen worden, den ich da jetzt da gerade spiele. Genau, und ich kriege jetzt da, weil ich so ein schwieriger Typ bin, kriege ich da gerade von meinem Chef eine Kollegin zugeordnet. Und dort schauen wir einfach da mal raus. What the? Fucking lock. Ja, also es ist wirklich von der Ambiente her traumhaft. Das ist quasi da Times Square in New York. So immersive you could drown. But of course drowning is forbidden. Blocked like any other exit from paradise. So. James? Kara? No, fuck that. No way. Forget it, Chief. Ja, genau, da wird mir gerade meine neue Assistentin, die Sarah, zugeteilt. Sarah Kai. So. He dropped us into some bullshit, didn't he? And I had such good stats up to now. Okay. Yeah, I'm fucking thrilled to be working with you too. Yeah. What can I say? Your reputation precedes you. Wie gesagt, das ganze Ding ist sehr dialoglastig. Es ist ein Adventure eigentlich. Und deswegen möchte ich euch da jetzt eigentlich nur einen kurzen Einblick geben. Das Ganze ist ja kein durchgehendes Story-Let's Play. Ich will euch nur dieses Spiel ein bisschen vermitteln, weil das Ziel von mir ist es ja, geile, leibende Spiele euch weiter zu empfehlen, aber diese natürlich nicht komplett vor euch aufzubreiten. Also ich will euch da jetzt nur ein bisschen ein Guster machen und
Ja, zeige euch also nur gerade den Anfang des Spiels. Das Ding ist ja nur leider so um die 5, 6, 7 Stunden alt. Lang natürlich. Und deswegen ist die Spoilergefahr recht groß. Genau, da unten habe ich gerade den Hotspot angewählt. Ja, und wie man da oben schon sieht, Entscheidungen werden gemerkt und hat Auswirkungen auf den Spielverlauf. Das heißt, es ist wie man von Walking Dead und so weiter schon kennt, das Spiel verändert sich ganz, ganz leicht. Und es gibt Dutzende verschiedene Enden, na Dutzende ist übertrieben, ich glaube 5 oder 6, also ein halbes Dutzend Enden gibt's. Aber jetzt werden wir mal den Motor anlassen und zur Post fahren, weil ich krieg was zugestellt von meiner neuen Kollegin. Und das, da halte ich jetzt einmal meinen Schnabel, weil das ist jetzt eine coole Sequenz. Having a goal, any goal, is better than inactivity. An alternative to focusing on the symptoms and the memories. I'm 120 years old, and I don't have any strength left to keep recalling the past. Man sieht schon, das Spiel lässt sich auch Zeit. Man kann da nicht selbst steuern, ich kann nur im Cockpit ein bisschen die Kamera schwenken. Aber mein Flugauto bewegt sich von selbst. Das heißt, man muss das Ganze wirklich so eher als interaktive Story betrachten und weniger als Spielerlebnis, obwohl es gibt nachher schon noch Gameplay-Elemente. Look, James, we got off on the wrong foot. It happens. You don't need to apologize. Oh, I know, and I'm not going to. I want you to understand that I'm in the home stretch for a fat promotion. I've been working my ass off, so I can't afford any mistakes right now. And, you know, you're sort of notorious for unconventional methods. Unconventional methods, that's my name. Everybody knows you don't give two greasy rat shits about regulations. The only thing I ask is that we act professionally, okay? Egal. So. Sorry, can't hear you over all the noise. Real mature. Okay, Whisky trinken, nicht trinken. Ich habe jetzt mich für nicht trinken entschieden. So, Sirene anmachen. Okay, ja, schau, ein bisschen die Autorität ausnutzen, wie man das als pflichtbewusster Kiewerer so macht. Gut. Und wie gesagt, man darf es nicht eilig haben bei diesem Spiel. Kann man es abkürzen eigentlich? Nein, man kann das ja gar nicht abkürzen. So, und jetzt bin ich da angelangt und hab da offensichtlich, da das ganze das eigentliche Spiel ist natürlich First-Person-Ansicht. Da kann ich mir so ein bisschen diese geniale Stadt anschauen. Ich spiele übrigens auf der PlayStation 5. Und wenn mir alles wurscht ist, sitze ich mir da einfach aufs Geländer und schau ein bisschen die Gegend an, kann jetzt da natürlich ein bisschen Informationen über die Stadt sammeln. Zum Beispiel, was ist die Holographendame da? Okay, Body Auction. Genau, es ist nämlich so, die Gesetzeslage ist so, dass man ab dem 21. Lebensjahr Steuern für seinen eigenen Körper zahlen muss. Und wenn man das nicht macht, dann wird einem der eigene Körper weggenommen und jemand anderer kriegt den. Ja, so ist es. Und das hat natürlich Potenzial für sehr viel soziale Ungerechtigkeit. Und der Need a New Body Auction Every Day. Entry
enter your full name and shipping code. James Kara, 77112P. Police shipment. Additional verification required. Enter badge number. 984. No authorization. Shit. Sarah, I need access. Oh, right. Enter my number. 116-739. Thanks. It's 116-739. Thank you. The package is on its way. We hope you enjoy it. So, mein Rohrpost, mein futuristischer Rohrpost habe ich gekriegt. Und... ja, kann ich mein Backerle nicht aufmachen? Nein. Nichts geht. So, das heißt, ich kann eigentlich eh nur wieder in mein Auto zurück. Und eigentlich mal nachschauen. Ah nein, ich muss vorher umpacken, oder? Ja, genau. Da nicht die Straße blockieren, sondern fahren wir mal kurz wieder schäbehebig und in Echtzeit ums Eck herum. Ja, und dann kümmert man sich um das Backerle, das wir da abgeholt haben. So, gut. Meine Polizeimarke wieder zurück, yay! Just don't abuse it, yeah? Remember, you're not reinstated yet. Yeah, I got it, okay? You don't need to remind me. I'm just saying, it's my ass on the line now, too. Jeder ist natürlich auf seine eigene Karriere bedacht. This information is confidential. Okay, ein neuer Auftrag kommt rein. Select a section to read the files. Genau. Gibt es einen Timer? Nein, da gibt es keinen Timer. Ja, ich werde da jetzt mal ganz kurz abbrechen. Zusammengefasst werde ich da jetzt einen Auftrag bekommen. Es ist ein Mordfall anscheinend passiert. Oder Selbstmord, da weiß ich noch recht. Und ich soll da einfach mal nachschauen gehen und das Gehirn von dem Opfer sichern, damit er seinen neuen Körper beziehen kann. Ja, und da werden wir jetzt gleich mal hin kürzen. So, da sind wir im Green Tower. Das ist das Haus und Heim von dem Herrn Green, der da offensichtlich dem was zugestoßen ist. Ja, dann schauen wir mal rein. Shit. James, Kamera. So, damit meine Kollegin immer Sichtkontakt hat. Fuckers hanging from the last cherry tree. What do you mean the last? Like last? Mm-hmm. Okay, und der Green ist einer der reichsten und ältesten Menschen da. Genau, und das EcoRite ist diese technische Neuerung, die es ermöglicht, das Gehirn quasi, also die Persönlichkeit zu speichern. Und wenn man die aus dem Hirn entfernt und dann in ein anderes Hirn einbaut, dann lebt man in dem anderen Körper weiter. So, Hinweismodus. Ich kann ab sofort auf einer Crime-Scene kann ich den Hinweismodus einschalten, so ein bisschen wie der Detective-Modus bei Batman. Und man sieht schon, aha, da hängt einer. So, schauen wir mal, was passiert ist. Dann kann ich jetzt Fotos machen. I mean, it could be him. Could doesn't cut it. We have to be sure. This is guesswork, James. I won't identify him, not officially. Okay. I have an idea. You won't like it. This is a federal case, James. And we're supposed to pull Green's Icarite, not someone's. Moving on to reconstruction. Mhm. So, jetzt habe ich. Und das zeige ich nur, weil das hat mich am Anfang sehr verwirrt, wie das da funktioniert. Ich kann jetzt mit der Dreieckstaste den Reconstructor einschalten. Oder auswählen zumindest. Das ist dieses futuristische Ding da auf meiner Hand. Und kann ein kleines Minispiel erledigen, um Situationen nachzuvollziehen. Also da kann ich quasi mit dem Ding in der Zeit zurückreisen, um die Attentat vorhergang zu rekonstruieren. Jetzt kann ich da zum Beispiel mit den Schultertasten, das ist eine Timeline, ihr seht es über meinen Kopf, das ist die Vergangenheit, das ist die Zukunft und das, was da weiß, also gelb blinkt. You've seen this. What?
Das ist der Moment, wo ich jetzt gerade hin, wo ich jetzt gerade hingeswiped bin. Dann jetzt noch in die Zukunft wieder ein bisschen. Genau. Und ich kann jetzt in diesen Areal drinnen, da sieht man schon, kann ich jetzt eine Analyse anstellen. The Icarites melted. So, that's his insurer's problem. Come on, let's go. Sarah, he's dead. What? Like, you mean final death? Dead? Sarah. Yeah. Listen, I've seen this before. Up close. Take a few deep breaths. Okay, wenn man das Icarite, wenn das komplett zerstört wird, dann ist er wirklich die Persönlichkeit auch zerstört. Das heißt, da gibt es keine Rettung mehr. Und das ist offensichtlich mit diesem Herrn Green da passiert. I'm sorry. Sarah, relax. You're not doing anything. Got it? You're not even here. If only it were that simple. Omega code 112358. Suspected murder. Genau. Dann wieder rekonstruieren. The right side of the body is more heavily charred. The tree must have exploded after he'd been hanged. James. Stop doing this. It wasn't just a fire. Find the cause and rally. Mhm. So. Wo bin ich? Wo bin ich? So. Okay. Analysieren. The gel's flammable. It may have been a short circuit, or someone could have ignited it deliberately. I need to find the source. James, don't fucking ignore me. Genau, dann mein nächstes Gadget ist der Röntgenmodus. Da kann ich jetzt verschiedenste Leitungen, Hitzequellen und so weiter und auch später dann ballistische Flugbahnen nach rekonstruieren. Und jetzt in dem Fall muss ich jetzt offensichtlich einmal da der Leitung folgen. Well, I can see you're having a great time. Right. The main transformer is under the floor. Okay. Offensichtlich kommt da der Strom her. Anruf. Kara, what are you doing? It's a murder, Chief. An accident. 100% sure. I don't want to hear another word out of your mouth. You're going to drop the ship. Okay, der Police Chief will offensichtlich das alles vertuschen. Das ist ihm zu heiß. Pronounced murder. I'm not asking. Tell him. End of story. Can I get it on the record that I strongly advised against this course of action? I should have known better. I should have known you couldn't handle it. It's just an Icarite pull, I thought. Surely Kara can't fuck up something that simple. I'm trying to tell you, there's no Icarite to pull. Green's got oxidized. It's a homicide. And it's staring us in the face, like it or not. I can look into this, and it's not our case. Write it up as a suicide. Oh, it's a suicide now. I thought it was an accident. You can call it a motherfucking ascension for all I care. Just get it off our books. Tja, so ist es mit der Polizeikorruption. It all stinks. It's not just Green's rotting corpse. Mein moralischer Kompass ist auf der richtigen Seite. Genau. Ich habe jetzt da schon einen Röntgenmodus eingeschalten. Man kriegt dann später noch ein weiteres Tool. Und so handelt man sich dann eigentlich von Hinweis zu Hinweis. Und
löst dann dieses Rätsel. Man schaltet dann auch immer mehr auf dieser Timeline da frei. Zurzeit habe ich nur den Schluss des Tathergangs und kann da jetzt kann dann da eigentlich immer mehr jetzt rekonstruieren. Es gibt dann insgesamt 4 oder 5 von diesen detektivischen Schauplätzen, die in dem ganzen Spiel erforschen werde nach diesem Schema. Genau. Aber ich habe ja gesagt, ich will euch ja da diesmal. That's what caused the explosion. It's getting more and more obvious why nobody wants to work with you. I'll look for any pre-explosion traces, then we're out of here. James, I wasn't born yesterday. You said that before, and I don't believe you. Okay, da ist jetzt der nächste Punkt, wo ich noch schnell sehe. Aber an dieser Stelle werde ich jetzt auch gleich mal ein bisschen skippen. Ich will euch ja den Spaß da jetzt nicht verderben. Und will euch dann noch sagen, was das Spiel dann später noch für ein Gameplay-Feature für euch bereithält. Wir sind inzwischen in meiner Wohnung, der Fall, also dieser Schauplatz ist gelöst. Und schaut euch gar nicht so schlecht aus da, so die Aussicht aus meiner Wohnung. Aber es ist natürlich nur eine Projektion, in Wirklichkeit ist es, bin ich irgendwo in der dystopischen Version des retro-zukünftigen New Yorks im, keine Ahnung, wie viel, den 500. Stock. Und es gibt nur ganz viele weitere Stockwerke. Ich konnte da jetzt ein bisschen herumwandern draußen, aber ich gehe wieder zurück in meine Wohnung. Ja. Genau, und was da jetzt nämlich gerade der Skandal ist, der politische Skandal, ist, dass das Alter von 21 auf 20 Jahre zurückgelegt wird. Das heißt, man muss schon ab 20 Jahren offensichtlich Steuern zahlen für seinen eigenen Körper. Und so, mein. Ich will mein Badezimmer. Aber anscheinend teilen sie da, oder? Ah, na doch, es geht. Schau, ich will mich da gerne ein bisschen dekontaminieren, weil es ist natürlich da alles unglaublich verträgt. Und beim Wetterbericht ist auch immer gleich mal Umwelt, also nicht der Umwelt, ein Luftverschmutzungsbericht dabei. So, jetzt tue ich mich da anscheinend dekontaminieren. Ja, und so sind die Wände sind auch in der Zukunft sehr dünn. Ja, genau. Okay, so schaue ich anscheinend zurzeit aus. It's hard to get used to a face marked by someone else's mistakes. Though for some reason, it's much easier with the eyes. Once the life fades out of them, they can belong to anyone. Ja. Und ich habe sogenannte Synchronisationsprobleme, das heißt, mein Gehirn hat sich noch nicht so recht an den Körper gewöhnt und dann passieren so. Und dann passieren Halluzinationen und andere Psychosen, die sich im Laufe des Spiels dann auch immer weiter verschlimmern. So, dann schauen wir mal raus. It's time to take care of it. I'm gonna need more space to fire. Und wer von euch Alan Wake 2 gespielt hat, erinnert sich vielleicht daran, dass es da ein detektivisches Brett gegeben hat, wo man verschiedenste Hinweise sammeln hat können. Das gibt es da auch. Und da ist es ein bisschen intelligenter gelöst. Ja, schau, ich habe sogar einen Körper. Das ist auch sehr schön. Ich kann jetzt nämlich alle Hinweise, die ich in meiner vorherigen Investigation gesammelt habe, kann ich da euch jetzt verbinden und draus Schlüsse ziehen. Sarah, how's the job going? To complete my report, I need to summarize the evidence. I need access to the system.
You heard Chief Steiner. He wants it classified as a suicide and sent straight to him. Do you want to do this professionally or not? Kara, damn it. Don't try to sweet talk me. Do you think I don't know why the Chief put you on restricted duty? I read your wife's case file. Forgive me for mentioning her, but it was the same kind of suicide. You're gonna leave my wife out of this, okay? She didn't commit. Fuck! Listen. Sooner or later, some egghead will read the report with your signature on it and ask one fundamental question. Who fucked it up like this? Well, you say then that the Chief told you to write it down as suicide, but that the investigation was conducted by a cop on sick leave. Fuck. We're in this together. Just give me access. Shut up. I have access, so I analyze, and I put the evidence on the board. Is that clear? As clear as day. Nobody talks like that anymore. Look, let's not... Okay. So, und so funktioniert jetzt dieses Minispiel. Das ist die Frage. Ich kann da auf diesem Brett die Frage platzieren. Und dann muss ich das sind die verschiedenen Hinweise, die ich gefunden habe bisher. Green. And when Sarah takes the bait, I'll convince her about the rest. So. Das war offensichtlich der falsche Hinweis. Das heißt, im Endeffekt kann man das Ganze theoretisch. Somebody. Right. Could have been Green himself. So, okay. Flasche mit Schlangensymbol. Got something? No, it's nothing. Kurzschluss, schau mal. You don't have to try to convince me that Green is behind everything. Okay. Das beweist aber nicht, dass jemand anderes hier war. Okay, okay. Da kann man die Hinweise, die ich ordne die Hinweise, die ich schon probiert habe, noch rechts. Ein seltsames Symbol in einem Kreis. Seltsamer Winkel rückwärts. Uhr zum Gedenken. Schläge. Ah! Ich mache ein bisschen mehr Abstand, dass man besser sieht, wie das funktioniert. So, es ist jetzt, diese zwei Hinweise sind verbunden und da stellt sich eine neue Frage. Greens Verhalten lässt sich ohne eine weitere Person schwer erklären. So, eine Uhr zu Gedenken. Na, kein guter Hinweis. Schauen wir, vielleicht sind auf einmal die vorigen Hinweise. Na, probieren wir dieses. Vor langer Zeit, nein, glaube ich nicht. Eigenmännchen. Ah, nicht. Ich will sagen, dass jemand ihn hat, aber wir haben nicht genug. Eine Wunde auf dem Rücken vielleicht. Ja, das war's. We've got it. We can start somewhere. I was hoping for more enthusiasm. Not gonna happen. Ouch. Green musste ordentlich Schläge einstecken. We still have shit. Oh. We can at least ask two questions. First, what's the actual cause of death? Second, who's the culprit and what's his motive? Are you saying you're getting involved? I've already changed my mind. Are you the same with guys? I won't correct you on everything you just said that was wrong. Besides, I'm looking for more information about the evidence. But seriously, no more jokes. Mehr will ich euch an dieser Stelle auch nicht zeigen, weil ihr sollt da selbst euch durch detektieren, durch rätseln, durch dieses Spiel. Ich bin eigentlich sehr angetan davon. Es ist vor kurzem rausgekommen, im Juli 2024, kostet, ich glaube, so 25 Euro derzeit. Ist, glaube ich, auf allen Plattformen außer Switch da, weil es doch ein bisschen Grafik verwendet und bekanntermaßen ist die Switch ja für Grafik nicht geeignet. Ist jetzt nicht unbedingt Game of the Year, aber mir hat die Story, die Inszenierung und das Setting hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Wenn man mal verstanden hat, wie diese Minispiele, sage ich mal, also dieses Rekonstruieren der Tatorte und das Kombinieren der Hinweise, wenn man das mal verstanden hat, dann ist es sehr kurzweilig. Man muss viel mitdenken, es gibt viele Charaktere da und es ist eine Detektivgeschichte, das heißt, man muss schon ein bisschen seine grauen Zellen fordern. Und natürlich die verschiedenen Enden
motivieren auch zum mehrmaligen Durchspielen. Es ist recht kurz, wie gesagt, beim ersten Durchlauf wahrscheinlich so 7 Stunden. Wenn man es dann wieder später probiert, ist man sicherlich schneller dran. Auf jeden Fall von mir eine Empfehlung, sicherlich ein nettes Spiel. Wer sowieso ein Faible hat für Sachen wie zum Beispiel Heavy Rain und Konsorten von Quantic Dream oder auch The Walking Dead und so weiter, also Telltale-Spiele, der kann da ruhig einen Blick drauf werfen. Wie gesagt, ein neues Indie-Studio aus Polen ist es übrigens, Critical Hit Games, und wie gesagt, im Juli erschienen alle Plattformen, PC, PlayStation, Xbox. Und 25 Euro kann man nichts falsch machen. Ja, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen auf den Geschmack bringen können. Und ja, freut mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaut, wann auf Humaldo zockt ein Video erscheint, was derzeit meistens sonntagvormittags der Fall ist. Danke fürs Zuschauen. Nicht vergessen, meinen Kanal da zu abonnieren und beim nächsten Mal wieder vorbeizuschauen und zu kommentieren. Dankeschön und pfiat euch.